Okay, Friends, hier sind wir wieder back am Start. Herzlich willkommen zu Bush Wars Season 2 auf der Center Map mit Primitive Plus. Da ist ein T-Rex, ich renne weiter hier direkt mal geradeaus, Leute. Das brauchen wir uns gar nicht gefallen lassen. Hier war auch gerade ein Raptor, hier geht richtig die Post ab. Die Leute joinen, spielen alle mit. Ihr könnt auch mitspielen, wie immer. Und wir waren letztes Mal auf der Suche nach einer guten Stelle zum Leben. Und warum ist hier ein kleiner See? Das wäre gar nicht so schlecht, dann hier zu bauen eigentlich, oder? Wenn da hinten nicht ein Tyrannosaurus Rex rumlaufen würde und hier fliegen wären ohne Ende. Ich guck mal hier geht's so ein bisschen steil, sag ich mal, nach oben. Hier auf diesen Klippenvorsprung, vielleicht wäre das ja. Und boah, Leute, gebt euch den Ausblick. Gebt euch diesen Ausblick. Screenshot. Sofort. Viel zu endepisch, oder? Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht geil ist. Oder, Jungs, sagt mal. Vielleicht sehe ich ja auch von hier aus einen Spot, wo man bauen kann, gut. Könnte zumindest sein, dass ich hier per Zufall dann... Was ich dir vielleicht bei euch aber auch... Hier, ich bin echt unentschlossen. Mein Trike wartet da ein bisschen komisch gerade hinterher. Nein, nicht darunter. Oh mein Gott, das war so knapp. Es war so knapp. Und sorry, ich musste gerade kurz was trinken, weil ich jetzt seit... Was weiß ich, wie lange wieder aufnehme. Und man auf Dauer dann einen trockenen Laberschnüss bekommt. So, bitte, Trike, mach jetzt nichts Falsches. Bitte, bitte. Bitte, nein! Alter. Das geht mir ja gerade ein bisschen auf die Cojones. Und hier wäre prinzipiell nicht schlecht. Würde ich jetzt meinen, oder? Ich bin mir gerade echt ganz und gar nicht sicher, ob das hier eine Location ist, wo ich... Haben wir hier nicht angefangen, hier unten? Boah, ich weiß es echt nicht. Kann es echt nicht sagen. Aber guck mal da hinten, wo meine Speerspitze ist. Da sähe es auch cool aus. Wo noch, Alter? Hier sähe es überall richtig geil aus. Alter Vater. Was haltet ihr davon? Wow. Wow, wow, wow. Knapp. Was haltet ihr davon? Wir bauen uns hier erstmal auf. Hier sind wir gut versteckt. Ja gut, so gut auch wieder nicht, aber hier sind wir ein bisschen versteckt. Und wenn wir einen Raptor haben, dann ziehen wir mit dem los und suchen was zum Aufbauen. Was richtig nice ist, bevor ich jetzt hier wieder mit der Karawane halb verrecke und nur am Abzwiebeln bin. Mache ich das dann lieber später mit ein bisschen mehr Speed und ein bisschen mehr, ihr wisst schon was. Dass ich halt nicht mit zwei Low-Level... Die sind ja bei einem Agentavis hier gerade schon fast am Verrecken gewesen. Ich laufe jetzt mal hier wieder zurück. Ich hoffe, der Trike, der packt das ohne hier runterzufallen. Ja, hoffen wir es. Wenn nicht, dann ist er halt weg. Und er steht gerade echt suboptimal. Er steht richtig suboptimal. Komm mal her. Oh nice, er hat's gepackt. Und dann würde ich sagen... Bauen wir uns hier erstmal auf, oder? Auf der Klippe. Vielleicht lasse ich den Baum auch hier. Guck mal, hier seht ihr diesen... Der kriegt ein bisschen mehr Leben auf jeden Fall. Ihr seht ja hier diese Bäumelein. Den hier, den großen. Der hier so ein bisschen Deckung uns verschafft. Vielleicht lasse ich das alles auch. Aber nur vielleicht. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich hier was verändern möchte oder nicht. Und hier haben wir ganz viele Werkzeuge und eine bessere Hose. Der soll eigentlich auf Weight geballert werden. Das war gerade ein Fail von mir. Und guck mal, hier haben wir schon ein bisschen... Ein bisschen Shit. So. Nicer Scheiß. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, welches Level bin ich jetzt? Level 7. Okay. Eigentlich kann ich aber noch nicht so viel machen, ne? Eigentlich ist das nicht so die Possibility. Die Frage ist auch, wo ist Eisen? Eigentlich müsste ich nämlich wieder zum... In die Nähe vom Schneegebiet da. Ne, nicht Schneegebiet, vom Dingensgebiet. Um wieder ein Wasserdinus zu zählen und da mal hin und her zu pilgern. Das wäre eigentlich der Plan. Ich brauche insgesamt am Ende, glaube ich, 3 Bases. Vielleicht da hinten oder... Boah, ich kann es echt überhaupt gar nicht sagen. Ich gucke erstmal, was wir machen können. Was wir machen könnten. Vielleicht kann ich ja jetzt hier von der Mod schon... Von der Primitive Plus Mod ein bisschen was. Einmal Luki Luki machen. Luki Luki Spababuki. Nee, kann ich noch nicht. Okay, dann werde ich da wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen leveln müssen. Vielleicht gehe ich dafür sogar mit dem Trike los und töte Sachen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht farme ich dafür auch einfach ein bisschen.
Das wäre nämlich die Alternative dazu. Und Claystone? Leute, es gibt Claystone? What the fuck? Rocks composed of split... Alles klar. Alles klar, okay. Dann werde ich Holz farmen, weil wir für unsere erste Base nur Holz brauchen. Holz, 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 Holz ohne Ende. Das heißt, ich kloppe jetzt hier einfach ein paar Bäumchens um. Und, ja, werde die dann mal im Trike lagern. Das gibt mir auch Level. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich mit dem Kloppe fertig bin. Das braucht ihr euch ja jetzt nicht reinziehen. Also bis gleich. So, Leute. Gleich haben wir das Level ab. Ich habe mich gerade für eine andere Methode entschieden. Ich craft jetzt einfach Hideheads und Level so. Das sollte ja auch gehen. Das ist zumindest eine ganz gängige Methode, um Level Ups zu kommen. Und es ist wieder übelst dunkel. Der Trike ist jetzt auch vollgepackt mit Holz. Und da ist das erste Level ab. Werde ich gleich alle auf einmal applyen. Ich bin jetzt Level. Oder komm, mache ich jetzt schnell. So, Level 8 fehlen noch 2 und dann kann ich endlich anfangen zu bauen, Leute. Leute, ich hätte es nie gedacht. Tada, Level 10 und ab geht die Post. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Hier wird schon gerade rumgenörgelt und gejammert. Man levelt so langsam und es ist so scheiße, man sieht die Dino-Levels nicht. Mein Motto, hör auf zu jammern, nutz die Zeit lieber, um dir in der Zeit einen anderen Server zu suchen und verlasse uns. Weil wir werden das hier definitiv nicht ändern. Und das ist unser Server, den wir gerne so hätten und der wird natürlich auch so bleiben. Und wir brauchen Wood und 100 Fiber. Ja gut, Fiber habe ich ja gerade nicht schon 50.000 Stück von gefarmt, ne? Jetzt mache ich kurz die Fackel an, weil es ist gerade echt düster, so um 4 Uhr genau. Wird es nämlich wieder Blackscreen-mäßig immer. Dann nochmal 100 Fiber schnell catchen und dann haben wir die erste Lumber Station, Leute. Dann erkläre ich euch den ersten Step zur Selbstständigkeit bei Bushwars Season 2. Das ist nämlich die Lumber Station, mit der ihr dann eure eigenen Hausbauteile bauen könnt. Ja, das war es auch eigentlich schon. Das Ding ist, das ist gar nicht mal so entkompliziert. Also doch, es ist sehr unkompliziert. Es ist, ja, ziemlich einfach eigentlich. Ich denke, ich werde mal direkt für 2 farmen, wenn es geht. 100, ja gut, dann fehlen mir jetzt noch, wie viel Fiber? Fehlt mir noch ein bisschen was. Mache ich erstmal eine, komm. Dann jetzt noch hier einmal Holz, kloppen wir eben schnell das Bäumelein. Ich weiß, wir haben den Trike vollgepackt, aber das möchte ich gerne benutzen, um... Ach komm, bevor ich jetzt hier genau überladen bin, renne ich schnell zum Trike, drop mal hier eben wieder das ganze Gedöns, weshalb ich zu schwer bin. Ich erfriere gerade, das ist gar nicht cool, jetzt erfriere ich nicht mehr. Und dann gucken wir mal, dass wir das jetzt hier gebacken kriegen. So, Lava Station, Uno. Jetzt zeige ich euch, was das Ganze bringt. Ihr könnt das nämlich jetzt hinsetzen, das ist so eine Art... Holzfällerei, wenn man das so nennen kann. Ich werde das hier ein bisschen... versteckt werde ich das eigentlich nicht bauen. Ich werde das nur vielleicht... In welche Richtung kommen denn mehr Bäume? Dann werde ich das nämlich hier weiter nach hier bauen. Hier irgendwie so... So, an den Rand. So. Und jetzt haben wir hier quasi eine, wenn die Texturen geladen sind, richtig schicke Holzfällerei. Das Ganze funktioniert jetzt so, dass ich mir Holz nehme, zum Beispiel aus dem Trike 100 Stück, dann überladen bin und zwar maßlos, warum auch immer. Was habe ich denn alles dabei, Freunde? Was habe ich denn dabei, weshalb ich hier jetzt wieder den Overloader mache? Heißt, ich nehme mal kurz den Trike und parke den eben ein Stück näher da dran, damit ich jetzt nicht hier 50 Mal hin und her rennen muss. Und ein Lag, nee, nicht ein Lag, mein PC hat wieder, Alter, ich krieg's kotzen, warum? Boah, Freunde, es geht wieder, ey. Das kotzt mich in letzter Zeit übelst an. Das habe ich gar nicht mal so selten. Und ich werde erstmal den Boy hier auf nicht neutral setzen, sondern passiv. Und den hier, der sollte noch auf neutral sein. Okay. Dann ist er jetzt auf jeden Fall auf neutral. Und jetzt kann ich einfach vom Trike, guck mal, der steht hier jetzt so, dass ich nur noch mich einmal vollladen muss. Sehr gut. Dann einmal umdrehen. Und dann kann ich das hier reintun. Und wo ist jetzt... Wo zum Geier muss ich jetzt noch Woodplanks lernen? Jawohl, guck mal hier, Woodplanks, genau, die muss ich lernen. Und jetzt kann ich, wenn ich hier einmal rein und raus gehe, dafür gehe ich nochmal kurz an den Trike, nehme noch das restliche Holz mit. Können wir an einem Busch dann machen. Und jetzt kann ich nämlich daraus Holzplanken machen. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1230. Und daraus kann ich dann, wenn ich die Hausbauteile schon habe... Habe ich sie schon? Ich weiß gar nicht. Wood. Foundation. Lumber Foundation. Alles klar. Thatch Foundation required. Ist natürlich super optimal, dass wir die Thatch Foundations rausgenommen haben. So, Friends, nach einem kurzen Break
Back to the Roots, deswegen habe ich hier auch was anderes, das heißt Back to the Roots, Back to the Game. Und ich habe mich nämlich drum gekümmert, schaut mal, das war jetzt auch wieder holprig, sorry auch dann an die Leute für die ganzen Restarts. Wir können endlich jetzt den ganzen Thatch-Scheiß machen. Und damit können wir dann nämlich jetzt die, wenn was finden, Wooden, ich gehe einfach mal, ich weiß nicht, wie die heißen, deswegen gehe ich einfach mal Foundation ein, so, springst du mal auf die Uhr, sehr gut, und dann sollte hier genau die Lumber Foundation sein. Alles klar, die brauchen wir erstmal. Und daraus, beziehungsweise davon, können wir uns dann hiermit, mit diesen Planken, ganz viele machen eigentlich. Und natürlich noch mit Fiber und Thatch. Alles klar, das heißt, das kommt wieder zurück, weil das wiegt scheiße viel. Und ich sammle noch ein bisschen Fiber jetzt. Aber Freunde, damit haben wir hier eigentlich keine Probleme. Und dann kraxeln wir hier ein bisschen rum. Bauen uns ein bisschen auf, gucken mal ein bisschen, wie der ganze Hase läuft, würde jetzt einer sagen. Also ihr seid ja alle meine Zeugen. Falls es jemand kennt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Falls nicht, ist auch nicht so sonderlich hardcore schlimm. Ein bisschen schon, aber nicht sonderlich hardcore schlimm. Und ich muss wirklich sagen, ich freue mich richtig drauf. Ich weiß, dass einige von euch jetzt, ihr habt das jetzt ja ein paar Folgen euch reingezogen, das nicht feiern. Also nicht cool finden, dass es zum Beispiel keine Flugsphäre gibt. Übrigens ein Quetzel gibt es. Quetzel kann man reiten. Ist halt, wer es schafft, sich hier einen Quetzel zu zähmen ohne einen anderen Flugdino, der hat ihn auch wirklich verdient. Ansonsten gibt es aber, wie gesagt, nichts, was fliegen kann und reitbar ist. Einfach nur, um ja, das Ganze hier ein bisschen spannender zu machen. Und weißt du, wenn du eine Base hast hier, außerdem wir spielen ja Primitive Plus, hier gibt es keine Turrets. Das heißt, verteidigen wird nochmal eine Nummer härter. Und ja, genau deswegen, oder beziehungsweise das war auch mit ein Grund, warum wir gesagt haben, ohne Flugsaurier, weil die halt echt im PvP OP sind. Fliegst einfach über eine Base, droppst Granaten und dann hast du den Hasen, hast du gewonnen, ne? Das wollten wir halt verhindern und deshalb gibt's halt jetzt nur, ne, ihr wisst was. Keine Flugsäure, nur Bodentrupps. Und es wird halt nochmal wieder sowas interessant wie Säbelzahntiger und so. Es wird richtig cool und ich habe so Bock, die Map hier zu erkunden. Das wird richtig krass geil. Es wird richtig hammer. Oh, kaputt. Was fehlt mir da jetzt? Ein Stone. Alles klar. Habe ich nicht hier ab und zu mal einen Stone aufgesammelt? Hat der Boy einen Stone? Der Boy hat natürlich keinen Stone. Was bist du denn für eine lahme Lutschki? Aber ich meine, da hinten wäre genau. Guck mal hier, super perfekt. Einmal kloppen und dann zack. Claystone, 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 Flint, Stone, tada. Und dann back to the Lumber Station. Wo ist denn die? Wo ist denn die weiter hier, ne? Genau. Und jetzt sollten wir eigentlich ein bisschen was mal machen können davon. Eine. Alter, braucht die viel. Alter, braucht die Foundation viel. Junge, 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 das ist ein Ding. Das ist ein richtiges Ding. Okay, jetzt muss ich hier langsam aber sicher. Oh, und die Level. Alter, Vater. Das gibt ja richtig EP. Guckt euch an. Bam, Junge. Und die nächste. Wir machen uns mal. Ah, scheiße, viel mehr wollte ich gar nicht machen, ne? Ich wollte ja nur so eine kleine Startgammelhütte haben. Dann gucke ich jetzt mal, ob ich die Walls erlernen kann. Die Lumber Wall, genau, da haben wir sie. Sollte eigentlich auch kein Problem sein. Und wenn man 4 Foundation machen wir 8, 7 Wände und eine Tür. Also 1, 2. Alter, die sind so teuer. Das gibt's doch gar nicht. Und ich kann. Doch, jetzt. So, 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7. Und jetzt brauchen wir noch eine Door. Dann gucken wir mal, ob wir das direkt. Ups. Machen können. Lumber. Sag mir nicht. Erzähl mal nicht. Ich kann das erst auf Level 15 Töse machen. Ach Quatsch, als ob. Ach Quatsch, als ob. Gibt es denn Fence Foundations? Nee, hiermit nicht. Die muss ich auch nochmal aktivieren. Mache ich aber jetzt nicht jetzt. Mache ich beim nächsten Restart. Da müssen wir das wohl oder übel erstmal so aufbauen. Ich werde jetzt erstmal überladen sein. Das ganze Gedöns hier wieder zurück tun. Ich muss hier echt nochmal ein bisschen schauen, wie wir das hier Ganze umstellen, dass das auf einer vernünftigen Spielbasis laufen kann. Und dann werden wir, beziehungsweise werde ich jetzt mal probieren, mir hier eine kleine. Boah, die sehen schick aus, Leute. Das haben wir ja schon mal im Singleplayer mal kurz angetestet. Und da war ich schon so begeistert davon, von den Texturen. Es sieht nämlich wirklich richtig, richtig geil aus. Richtig geil. Eine Foundation habe ich jetzt noch über. Ich weiß nicht, was ich mit der machen soll. Soll ich mir hier vielleicht mal so einen einzelnen Raum? Oder mache ich mir hier noch eine dran?
Oder ich verwahr die auf. Das ist auch eine Möglichkeit. Jetzt müssen wir gucken, wo die Tür rankommt. Ich würde sie hier ranklatschen. Okay, jetzt muss ich mal gucken, ob wir die Ramp können. Jetzt muss ich die auch nochmal aktivieren. Ramp können wir. Level 15, alles klar. So, okay, dann Batz, Batz, Batz. Boah, geil, Alter. Das macht gleich viel mehr Spaß, hier mit zu bauen, Leute. Ohne Witz. Das ballert richtig die Hucke raus. Das ballert richtig die Hückchen raus. Ich guck mal, ob ich das Dach schon lernen kann. Roof. Thatch Roof, auch Level 15. Freunde, Freunde, Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Dann gucke ich mal, ob ich was Neues, Cooles von der Mod lernen kann. Ja, da müssen wir uns ja auch mal ein bisschen mit beschäftigen. Ein Stone Hunting Knife. Wooden Cabinet, Wooden Cabinet. Fresh Firewood. Preserving Campfire. Was ist denn das? Ach, Treppen. Sägewerk gibt es später noch. Und Zementmischmaschine gibt es auch. Und da kann man noch so viel coolen Scheiß craften. Es sieht halt jetzt wenig aus hier im Dingens. Im Inventar. Weil man eben einen Großteil davon tatsächlich an Stations, wie zum Beispiel dieser Lumber Station, oh, ich sehe ja nix, wie zum Beispiel dieser Lumber Station baut. Und ich werde mal kurz hier in den Trike die eine Foundation reinpacken, die brauchen wir ja nicht. Also nicht, dass ihr euch wundert, so, da gibt es ja fast keine Items, was sind das für ein Scheiß, doch, gib it, kommt aber alles erst, wenn du hier den Smelting Ofen hast und kann ich hier, ah, hier ist schon Baum, alles klar, ich dachte, warum kann ich nicht durch den Busch, aber hier zählt scheinbar schon der Baum als Baum. Gut, kloppen halt ein bisschen die Luft weg. Können wir auch mal machen. Habe ich die Fackel jetzt in den Baum Dann ist die Fackel jetzt im Baum. Alles klar. Alles klar. Alles klar, aber es wird ja jetzt eh Tag. Das ist ja gar nicht so schlecht. Wo ist denn die Lumber Station? Die ist hier neben dem Parasaurus. Genau. Und da mache ich nämlich noch ein bisschen Lumber-Gedöns. Davon werden wir nämlich viel brauchen. Vor allem jetzt einfach nur, um diese kleine Base da fertigzustellen, weil uns mit den ersten Maschinengeräten vertraut zu machen. Und von hier aus würde ich dann mit einem Raptor später losziehen und schauen, ob ich irgendwie einen coolen Platz für eine bessere Base dann finde aus dem nächsten Tier. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich glaube, irgendwie so Brick-Backstein-Gedöns oder so. Bin ich mir aber auch, ehrlich gesagt, nicht 100% sicher. Also hört nicht auf mich, was ich da jetzt erzähle. Es ist nur Vermutungs... So, nice, Alter, die ballern richtig durch. Wow, da wär ich fast gedroppt. Vielleicht sollte ich nochmal eine extra Lumber Station machen, eine zweite, aber ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Sollte doch eigentlich im Bereich des Möglichen liegen. Und ihr seht, ich finde das so geil, dass man aus so einem Baum jetzt so viel rausbekommt. Nur meine Fackel verbrennt da und ich kann sie nicht nehmen. Komm, zackig. Baum verschwinde, ich will meine Fackel wieder. Die verbrennt da jetzt. Mano, komm schon. Komm schon. Ich komm nicht dran. Fackel. Fackel. Spaß, Leute, ich bin gar nicht traurig. Die Fackel ist mir eigentlich recht egal. Die ersten Leute, ich muss sagen, das Feedback hier ist gemischt. Habe ich eben schon angesprochen, manche mögen es, manche nicht. Manche, also wirklich 1, 2, 3 Leute haben gesagt, super geil, ich finde das richtig Hammer, haben aber auch gesagt, voll scheiße. Ich weiß noch nicht, also das Projekt wird jetzt definitiv weiterlaufen, aber ich weiß nicht, was ich genau mache. Mit den Leuten, die eben sagen, nee, ist nicht so meins. Und Alter, wie viel kriegen wir aus dem einen Baum raus? Das ist ja nicht mehr witzig fast. Und ich das Lumbern hier... Okay, wenn man einmal hier so eine Station hat, dann geht das mit dem Leveln und Fahren aber alles richtig ab. So, und einmal nochmal Wait. Guck mal, Level 13 sind wir schon. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das Anfang, muss ich sagen, bis Level 10 ist wirklich eine kleine Prozedur. Aber danach, vor allem das Lumber Station Crafting, gibt ja so viel EP. Das ist ja unglaublich. Und wie viel Holz kriege ich noch aus diesem Kackbäumelein? Das kann ja irgendwie nicht sein, aber ich finde es cool, weil es ist halt auch ein Stück weit realistischer als Haus dreimal drauf und der ganze Wald ist weg. Weil das ist ja im Normalfall so. So kannst du halt einfach einmal easy einen Baum schnackeln und hast dann jetzt, seht ihr ja, craften jetzt fast 500 Holz haben wir jetzt schon aus dem Baum rausgekriegt. Wenn nicht sogar mehr, weil ein paar Holzteile sind ja schon vercraftet wieder. Finde ich auf jeden Fall eine echt sicke Sache. Sollte man beibehalten. Definitiv. Und kann ich die reparieren? Jawohl, kann ich. Und ich will immer noch meine Fackelfreunde. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Erzähle, könnt ihr mir nicht. Oder ist das hier ein Glitch, dass ich hier einfach, weil ich nicht den Baum haue, sondern in die Luft unendlich rauskriege? Aber das glaube ich auch irgendwie nicht. Das wäre ja auch Quatsch.
So. Ich hoffe, jetzt ist das letzte Mal, weil eigentlich wollte ich nur kurz auf beim Baum fällen und nicht jetzt die nächsten 10 Minuten hier mit auf dem Baum kloppen füllen. Aber gut, sprechen wir über Pläne, über alles andere. Der Kanal implodiert quasi fast schon in rasanter Geschwindigkeit für meine Verhältnisse. Ich glaube generell, endlich, Faculus, komm zu mir. Oh je, ich hab dich vermisst. Ich hab dich vermisst. Sehe ich da was Böses? Nee. Da nimmt ja rasante Geschwindigkeiten zu, Leute. Richtig, richtig, richtig geil. Feedback ist absolut überwiegend der Oberkracher, der Oberburner. Also ich kann mich wirklich über nichts und niemanden da beschweren. Und jetzt mache ich mir ein Mortar and Pastel und lerne mal Narcotics, weil ich ja gleich den Bogen kann und dann gerne mal hunten gehen würde. Das wäre zumindest ein kleiner Wunsch von mir, mal ein bisschen zu hunten. So, dafür brauchen wir Hide und Stein. Okay, Hide habe ich ja jemandem, Hide habe ich meinem besten Kumpan hier ja anvertraut. Dem Boy, genau. Da höre ich was laufen, aber das war glaube ich nur der Fiomia. Und Stein kann ich mir einfach aus dem Stein Klopperino. 65 brauchen wir, glaube ich. Oh je, Friends. Das ist jetzt aber richtig Kupolores. Aber der Stein hält ja gut lang durch, deswegen wollen wir uns nicht beschweren, Jungs. Wollen wir mal ein bisschen das Leben ein bisschen an uns vorbei schnibbeln lassen. Ja, ist alles gut. Wir kloppen ein bisschen, wir fahren ein bisschen, wir schnetzeln ein bisschen. Ja, und haben dabei Spaß. Und ja. Guck mal, da sind die Nächsten wieder. Die nächsten Boys hier. Also hier ist immer irgendwie was los. Ihr dürft mich natürlich auch gerne suchen und angreifen. Ich bezweifle mal, dass wir The Center Auswendigkenner hier haben. Die sagen, yo, ich weiß genau, wo du bist, weil ich habe mir schon 5 Stunden lang auf The Center gezockt. 500 Stunden nach einer Stunde hast du die Map nicht erkundet und gib mir Holz. So. Wenn doch, dann kommt und tackelt mich und es sieht super episch aus. Sieht super krank episch aus. Und ich glaube, die Position hier ist relativ safe. Wir sind hier relativ weit weg. Und ich... Was ist hier das ganze Claystone-Gedöns? So, da haben wir unser Mortar and Pestle. Und vielleicht mache ich später nochmal eine Exkursion. Könnte ich mir tatsächlich gar nicht mal so unschlecht vorstellen. Und jetzt können wir natürlich auch... Ich muss jetzt hier platzsparend bauen. Natürlich, wir haben ja nicht unendlich viel Platz. So. Whoops. Whoops, whoops, whoops. Du Schwuppslese. 48. Nice, Leute. Genau das war nämlich jetzt mein Plan. Wo wir jetzt Mortar and Pestle haben, können wir natürlich mit unserem Pauleboy ordentlich farmen. Ich gucke mal, ob ich zu schwer für den bin. Bin ich nicht mal. Ich bin nicht mal zu schwer. So, der wird auf Leben gepimpt. Der soll nämlich noch ein bisschen surviven, wenn es geht. Pauleboy. Nice. Und da farmt da, Jungs. Der lohnt sich für den Anfang wirklich krass. Der lohnt sich wirklich richtig krass. Und ich finde, es macht wirklich Spaß, noch so mal richtig das Early Game zu erleben, wie es eigentlich noch mal war, wenn man so richtig lange braucht und auf den Low-Level-Dinos noch mal reitet und nicht direkt zu einem Kano oder Rex sprintet und sagt, wie beim letzten Projekt, yo, easy tame, habe ich locker in der Tasche. Das wollte ich gar nicht. Mach dich mal vom Acker hier raus aus meinem Lagerbereich. Hier bin ich jetzt. Hier ist meine Base. Komm, zack, komm. So, ich denke mal, das sollte ja wohl auch mal genügen. Und dann leveln wir jetzt noch ein bisschen durch Narcotics. Dann kommen wir vielleicht gleich schon Level 15. Ups. Und dann können wir nämlich das Haus zu Ende basteln. Wäre das nicht mal was? Wäre das nicht mal was? 49, Alter. Geile Nummer. Richtig geile Hausnummer. Ich werde auf jeden Fall nochmal kurz Fiber auch sammeln, weil wir das ja zum Craften brauchen. Und jetzt Raining Man, das gefällt mir natürlich auch ganz gut. Und dann würde ich eigentlich schon sagen, haben wir, ne? Freundchen. Wir sind, glaube ich, schon zu lange. Ich sag mal in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf jeden Fall. Haut rein, macht es gut. Kommt auf den Server, raidet mich, greift mich an, tötet alles, was ich habe. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mitmachen wollt, alles dazu in der Beschreibung. Und da gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Schaut vorbei. Haut rein und tschüss.